Wir haben voriges Mal darüber gesprochen, dass Leute der Schrift oder eine Gruppe von Leuten der Schrift, sie haben die Wahrheit verleugnet und die haben das vermischt mit Unwahrheit. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sinngemäß jetzt übersetzt, und da sagte eine Gruppe von den Leuten der Schrift, glaubt bei Tagesanbruch an das, was zu den Gläubigen herabgesandt wurde. Und leugnet es ab bei seinem Ende. Vielleicht werden sie umkehren. Was bedeutet hier umkehren? Eigentlich, ich hätte das anders übersetzen wollen. Und zwar nicht umkehren. Das bedeutet, wenn ihr sowas macht, dass ihr früh sagt, wir sind Muslime, und abends sagt ihr, wir sind keine Muslime, dann werden die Leute sagen, okay, diese viele Leute haben den Islam verlassen, bestimmt diese Religion ist nicht richtig. Das bedeutet, dass die Muslime den Islam verlassen. Mit dieser Methode. Das war eine Intrige mit den Muslimen, dass diese Gruppe von Leuten der Schrift sagen, wir sind Muslime, und abends sagen sie, ach nein, diese Religion ist nicht für uns, das ist nicht gut. Und so werden einige von den Muslimen den Islam verlassen. Aber dieser Plan war fehlgeschlagen, weil die Muslime fester und stärker geglaubt haben und sie haben ihre Religion nicht verlassen. Und dann sagt diese Gruppe, Wala tu'minu, das wird, ihr sollt niemanden und glaubt nur denen, die eure Religion befolgen. Sprich, seht die wahre Rechtleitung. Ist die Rechtleitung Allahs, dass auch einem anderen gegeben werde, was euch gegeben worden ist? Oder wenn es mit euch von eurem Herrn streiten, so sprich, seht, die Huld ist in Allahs Hand. Er gewährt sie, wem er will. Und Allah ist allumfassend und allwissend. Das heißt, nur sollt ihr dem glauben, dem vertrauen, der zu eurer Religion gehört. Und ihr seid rechtgeleitet. So haben sie behauptet. Aber sie sind nicht rechtgeleitet. Die Rechtleitung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben gesagt, wir sind rechtgeleitet, wir sind auf dem richtigen Weg, wir sind in Ordnung und die Muslime nicht. Und deshalb haben sie diese Intrigen gemacht, dass die Muslime den Islam verlassen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala ihnen, Huld ist in Hand Allah subhanahu wa ta'ala. Er gibt das, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Er zeichnet mit seiner Barmherzigkeit aus, wen er will. Und Allah ist voll großer Huld. Allah gibt das. Und Allah hat das bestimmt, dass die Muslime die Wahrheit haben. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanallah, Subhanallah. Schaut mal in unserer Zeit, wie die Sache ist. Überlegt euch diese Ayah. Nehmt den Islam an früh und abend, verleugnet es, dass die Muslime dann dadurch den Islam verlassen. Das ist so ähnlich. Allahu a'lam, vielleicht auch wird man sagen, ja, was denkst du da, was sagst du da? Überlegt euch, dass ein arabisches Land, eine Firma aus Schweiz, bezahlt hat, damit diese Firma die Muslime von Ahl-Sunna schlecht darstellt, schlechten Image gibt, durch den Dreck zieht. Und das kommt von einem muslimischen Land. Und diese Leute, die Führer von diesem Land, die kommen und sagen, wir sind Muslime und so weiter. Genau wie diese Leute am frühen Morgenanbruch. Wir sind Muslime und Abend, wir sind nicht. Diese Leute vor den Leuten, wir sind Muslime und so weiter, aber unter dem Tisch, die greifen die Muslime an. Übrigens, der Außenminister von diesem Land, der hat einmal gesagt, wir kritisieren Europa und die Regierung in Europa, dass sie die Fundamentalisten und die Salafisten und so weiter und Ikhwani und so freilassen. Gebt uns die Kontrolle über Moscheen, dann werden wir alles stoppen. Ja, da haben sie das gemacht bei ihnen. Möge Allah subhanahu uns bewahren. So, barakallahu fikum, das wiederholt sich immer. Aber derjenige, der den richtigen Iman hat, bleibt auf dem richtigen Weg. Egal, was die Leute sagen, egal, was die Leute machen. Weil am Ende,
weil es am Ende so sein wird, du wirst vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und Allah wird mit dir abrechnen. Die Leute haben das gemacht, die Leute haben das gemacht. Das ist keine Entschuldigung. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.